Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Wir werden jetzt gemeinsam an unserem Lego City Stadtzentrum weiterbauen. Hier sind schon mal einige Teile, die wir bereits erstellt haben. Jetzt geht's weiter mit der Nummer 5 und das ist der Lego-Laden. Und wenn wir es schaffen, machen wir auch noch den gelben Lego-Truck. Auf geht's! Angefangen bei diesen beiden Männchen und da ist mir gleich schon was aufgefallen, das ist mir vorher nie so bewusst gewesen. Das hier ist nämlich ein erwachsenes Lego-Männchen und das hier ist ein Kind. Das sieht man auch an der Hose, die ist wesentlich kürzer, beziehungsweise die Beine sind wesentlich kürzer. Wenn man das jetzt mal hier so direkt vergleicht, dann ist die rechte Lego-Figur mit der roten Cap auf jeden Fall um einiges kleiner als der bärtige Mann. Also das hier ist ein Kind und das hier ist ein Erwachsener. So, ich habe schon mal ein bisschen für euch vorgebaut, damit man schon mal erahnen kann, dass es auch ein Haus ist, beziehungsweise ein Laden. Hier haben wir schon mal die Seitenwände und auch die Fensterfront. Und ich zeige euch dann noch die nächsten Schritte. Jetzt haben wir auch schon eine Eingangstür. Und hier sogar eine Straßenlaterne, damit der Laden auch gut beleuchtet ist. Dann habe ich hier noch so ein kleines Schild. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Genau, City Center Park Museum. Das ist also eigentlich hier eine Bushaltestelle und nicht unbedingt eine Laterne, um den Laden zu beleuchten. So. Hier bauen wir dann so eine bunte Lego-Wand ein. So. Hier haben wir dann wieder so einen coolen Computer von Lego. So einen ähnlichen haben wir auch schon in unserem Autohaus. Hier haben wir dann so einen kleinen Lego-Aufsteller. Einmal eine Planierraupe. Und hier haben wir noch zwei Autos. Und das kommt dann in unser Schaufenster. Hier haben wir noch was ganz Besonderes. Das ist so eine kleine Lego-Statue. Und die kommt auch in unseren Laden. Hier haben wir so ein kleines Regal mit Lego-Miniaturspielzeug. Also hier sieht man wirklich, dass das Design sehr einheitlich ist und das sollen die Lego-Packung, also die Spielzeugverpackung sein. Hier oben haben wir jetzt ein neues Stockwerk, auch mit einer Fensterfront. Das sieht eigentlich genauso aus wie unten, auch mit den Backsteinen hier oben. Hier haben wir dann noch zwei Figuren, einmal einen Astronauten und einen Ritter und die beiden kommen jetzt auch in unser Schaufenster. Ritter hat schon sein Schwert verloren. Ich habe jetzt schon mal das Dach aufgebaut und hier fehlt jetzt noch das Lego-Schild. Ich habe jetzt noch so einen kleinen Aufbau auf das Dach gebaut und hier ist es auch ziemlich cool. Hier gibt es sogar eine Jahreszahl, seit wann es Lego gibt, beziehungsweise diesen Laden. Seit 1932 gibt es schon Lego und das ist hier vorne in die Hausfassade eingelassen von dem Lego-Shop. Das finde ich richtig cool gemacht. Fertig ist jetzt unser Lego-Shop. Hier vorne noch mit einem Mitarbeiter und einem Kunden, dem Schaufenster. Wenn man das Ganze umdreht, schaut es dann so aus. Hier haben wir verschiedene Lego-Sets, dann eine Lego-Statue und natürlich den Verkaufstresen. Ich würde sagen, im nächsten Video bauen wir dann den Lego-Truck bzw. den Lego-Lieferwagen, den man hier sehen kann, zusammen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!